Ich hoffe, ihr zwei findet, was ihr sucht. Oh! Das ist die Katze aus Leia Sophia. Oh, das ist ein nice Easter Egg. Oh, das ist ein schönes Easter Egg. Oh, ho, ho. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Observer 93. Und wie im letzten Teil habe ich nochmal im Keller nachgeschaut, ich hätte was übersehen. Ein paar wichtige Informationen nehme ich auch hier von einer Gang namens Schädlinge, die hier rumgemacht hat, ja, Geschäft und so weiter. Und ja, jetzt speichert's. Dankeschön. Und nun habe ich erstmal den Kollegen in 112 befragt, was kann er mir über das Ganze hier sagen, weil er war ein Kunde von Amir gewesen. Kann ich hier reden? Hallo? Dan Lazarski, KPD. Is anyone in there? No, there's no one here. Mit wem rede ich dann? Did I not hear a pretty little girl just now? Oh. You okay? Your parents not home? Nicht so gut zu Kindern. No, just me. Oh je. Ganz alleine? Bist du auch wirklich ganz alleine? Wie wär's mit dem Namen? What's your name? Paulina, and you're Dan. Wo weißt du das? That's right. How old are you, Paulina? 34. Nine, you silly. Ich hätte es beinahe geglaubt. Erstmal so. So you're all alone in there? Yes. Well, not really. I'm playing with Pieta. Pieta? Your little sister? Wahrscheinlich no, eine Puppe. She's my friend, silly. From school. No, she's a special friend. Only I can see her. Ja, Halluzination, virtuell. I had an invisible friend too when I was your age. Call him Tom. Pieta thinks you're full of shit. Are you upset? Will you be all right? Das war aber ein Stimmungswechsel. I'm scared. The lights went out. It's just a power outage. The building's not feeling well. No! Something is happening. I feel weird. Paulina. Stop it! I can't! It won't let me out. What's going on in there? 1074. Alles klar, 1074, also muss ich das machen. Ich glaube, sie war auch in der virtuellen Realität drin oder so. Was zum Teufel? Finde den Besitzer von Kellerplan. Nein, hier nicht. Seltsames kleines Mädchen. Ja. Kann ich da... Durchsuche die andere Wohnung. Welche andere Wohnung? Was meinst du bitte? Ich sollte wirklich schauen, dass ich alles hier untersuche. Hallo? Jemand da? Kann ich rein? Okay. Das war wirklich seltsam, besonders dieser Stimmungswechsel hier von hey, ich bin dieses kleine Mädchen, du bist doch voll auf Shit. Mhm. Und sonst wäre guten Tag. Jemand da? Moment. 1074. Let's give it a shot. Woher weiß er, dass das die Tür dafür ist? 1074. Wunderbar. Woher wusste er, dass die Wohnung mit dir verbunden ist? Moment, ist es beides 114? Nö, ist es 113, aber wieso... Woher wusste er, dass das die Wohnung ist? Komisch. Hallo? Ich sehe kaum was. Was haben wir denn da Schönes? Holographischer Rahmen. Ist das die Paulina? Das sieht aber aus wie ein altes Bild. Das würde doch nicht passen. Juhu! Besuch ist da! Nanofag and I. Kommst du mir noch so vor oder wo? Oder verändert sich das Kind immer mehr? Ach, verstehe, kriegt immer mehr Implantate. Zuvor sah es vollkommen normal aus und jetzt hat es immer mehr metallisches Zeug in sich drin. Hallo?
da was drin? Hallo? Oh, ach nein, das nehme ich mir. Das brauche ich nämlich. Danke. Dankeschön. Okay, zwei Wege, die ich gehen kann. Dolang, gehe ich mal durchs Bad. Denn da findet man nochmal schöne Sachen. Hehe. Nice. Irgendwas hier. Ich sollte das öfters nutzen. Ich sollte das wirklich öfters... seht ihr da? Was habe ich denn da Schönes entdeckt? Elektrischer Schalter. Was passiert hier? Also, Disco Party, umchi. Okay, das habe ich ja so eingeschaltet. Und hier machen wir Musik an. Okay, hier haben wir noch was. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Also anscheinend einfach nur eine normale Musikanlage, hä? Was haben wir denn da? Ist das was? Nein. Ein bisschen grell, okay. Puh, so viel Knöpfe, so viel zu entdecken. Muss ich das vielleicht drehen? Oh, das kann ich drehen. Nein, doch nicht? Doch. Wahrscheinlich war das nur was wie die Lautstärke oder so. Oder der Winkel. Naja, ein bisschen Party schadet nicht. Okay, jetzt wird's mir unheimlich. Ich habe mich gerade vor dem Mann da erschreckt. Jetzt wird's mir doch ein bisschen unheimlich. Puh. Alter. Keine Ahnung, was gerade los war, aber irgendwie habe ich einen kalten Schauer bekommen, ohne eine Dusche zu nehmen. Irgendwas hier. Aus Biologisches. Blut, Gedärme, Eiter, irgendwas. Anscheinend nicht. Okay. Kein Durchgang. Was? Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Oh lala. Mamma mia. Das gibt ein schönes Thumbnail ab. Hihi. Was hat die Paulina hier mit dieser Person auf zu tun? Ich habe das Gefühl, wir werden uns gleich wieder wo einhacken. Erstmal untersuchen, ist ja wichtig. Was haben wir denn hier Schönes? Denn... Das Ding ist fucking fried. Der Lockdown probably didn't do it any favors. Better not touch it. Vielleicht musst du's. Spezialgerät. Keine Übereinstimmung gefunden. Keine Übereinstimmung. Nicht lizenzierte Hardware von Kaiwan. Da haben wir nämlich ein Nervenimplantat. Wen haben wir denn? Peter Sagan? Moment. Peter, das war die Name ihrer Freundin. Ah. Moment, das... Ist das die alte Frau auf dem Foto? Geburtsdatum 3. März 2022. Das heißt, sie ist jetzt 62, okay. Geschlecht. Weiblich wahrscheinlich. Unternehmensmanager. Keine Übereinstimmung gefunden. Reaktionslos. Lebenszeichen instabil. Das heißt, die... Was macht... Achso, ich habe die Taste gedrückt. Okay, wollte ich noch nicht, aber okay. Los geht's. Ich glaube, sie ist noch lebendig. Haben wir eigentlich diese Sicherung wieder auf... wieder reingetan? Hm? 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 Willst du das wirklich tun, Dan? Überleg nochmal. Oh, sie ist wach geworden. Fahrprotokoll aktualisiert. Ich kann nur nicht reinschauen. Jetzt, wo ich im Gedächtnis hier in den Erinnerungen drin bin. Ja gut. Vielleicht erfahren wir mehr, was jetzt vorgefallen ist. Ich schätze, wir sind jetzt erstmal in ihrer Haut. Und das ist noch alles in einem guten Zustand. Also wie lange war sie hier drin gewesen? Wieso war sie hier drin gewesen? Okay, vielleicht finden wir hier jetzt raus, was da im Bad war. Aus in der Vergangenheit. Das ist eine ziemlich klare Erinnerung. Finde ich toll. War schönes. Das war ja schnell. Und
Was denn? Für was den ganzen. Okay, wir sind doch in unserem Körper. Was sind das alles für. Für Kassetten? Hm. Ziemlich viel Dosenkost, kann ich aber verstehen. Na, hallo? Uhuhuhu, okay. Die Wohnung hat sich ziemlich verändert, also. Anscheinend wurde sie in so eine Art Labor umgebaut, aber was sind das? So viele Kassetten und CDs und Videokassetten. Als man Musik drauf wurde. Kann ich das bitte ausmachen? Was ist spannender auf diese Weise? Upgrade Klasse B? Uno? Okay, wir sind nicht mehr in der Wohnung. Ich glaube, wir sind jetzt wieder in eine von unseren Erinnerungen reingerutscht. Augmentation is not an option. Inoperabel. Das sind keine Wörter, die man hören möchte. Hallo? Definitiv eine unserer Erinnerungen bezüglich unserer Frau. Nicht operierbar. Keine Argumentation. Kann man nichts machen. Ach je. It's best to accept it. Dass sie sterben wird? Hm? Meinen Sie das, Herr Doktor? Sprechen Sie es aus! Nehmen Sie Worte in den Mund! There's nothing we can do now. Ach, Mann. Lass das bloß sein. Hallo? Boah, seh mich hell. Worauf laufe ich hier? Gelicht ins Licht! Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Hm? Och, du liebes bisschen. Hui. Sind wir jetzt noch in unserer Erinnerung oder sind wir in der Erinnerung von dieser Pietta? Hm. Okay, gelb. Schöne warme Farbe. Gefällt mir. Und auch ein interessanter Hintergrund hier. Oh, springen, das. Ist ein Delfin? Oder ein Wal? Oh, jetzt wird schon wieder. Hey! Hey! Hm? Ich glaube, ich muss mich hinter diesen Teilen verstecken. Ja, alles klar, hab verstanden. An dieses düsteres Gesicht. Wenn die Nacht hereinbricht, da kommt der Terror auf dich zu. Okay. So, was haben wir hier Schönes? Aha. Also hat sie einen neuen Körper gesucht, weil ihren langsam nachgibt? Warum auch immer? Vielleicht Krankheit oder was auch immer? Kann ich springen, okay. Kann ich ja gar nicht. Und nächster Eintrag. Gib mir Input. What?
always say I'm not well in there. I could never tell them to leave me alone. But you're talking now. How is this possible? I learned from you. Pauline ist die Person, von der er gesprochen hat. Sie hat sich also in das Bewusstsein von der Pauline gesetzt. Sie ist also, ja, sie ist diese Freundin und sie hört, sie, nur sie kann sie sehen, weil sie in ihrem Kopf drin ist. Verstehe. Treibt mich das weg? Ja, tut's. Hing, hing. Lass mich hin, lass mich hin. Schnell rum, schnell rum. Was soll ich tun, was soll ich tun? Durchkriechen? Nein? Wo muss ich hin? Also, nur, sie hat anscheinend, sie wollte also nach und nach ihr Bewusstsein anpassen, um in ihren Körper reinzurutschen. Kann ich da, ah, hier kann ich vorbei, okay. Weiter, 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 weiter. Und anscheinend gab es irgendwie ein Problem und nun ist die Pietta in ihrem Bewusstsein drin und aber nicht in ihrem Körper, oder was? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, ja, go away, go away. Ich bin neugierig. Ich will wissen, was hier passiert. Und ob ich dir irgendwie helfen kann. Und sie meinte, sie redet jetzt. Die hat gelernt. Also hat sie vorher überhaupt nicht gesprochen. Sie hat von ihr gelernt. Also hat sie ihr ungewollt geholfen, als sie sich mit ihr verbunden hat. Okay. You sure picked a fine time to grow a conscience. Shut up, Odo. You don't know what it's like. I can feel what she feels. I think she's getting better. There's no better about it. The girl's a fucking vegetable. Hey, don't even think about backing out of this. We had a deal. Right. Sorry, I... That reminds me. The paperwork went through. You are now officially a Class B-Citizen. Wieso Bürgerin? Warum nicht Bürger? Yeah. I managed to pull some strings. Just report to the Assimilation Center. Ach so. Ah, so, verstehe. Pieta, you're a fucking lifesaver. Yeah, that's me. Moment, heißt das nicht, ihr müsst... Bürgerin! Heißt das nicht, ihr müsst sich hier eine Geschlechtsumwandlung unterziehen, oder was? Jupp. Mann, Mann, oh, das wird knapp. Wupp. Oh, Knöpfchen. Was habe ich da gerade gemacht? Und besonders was er gesagt hat, das macht mich schon ein bisschen wütend hier. Sie ist totales Gemüse, also sie kam mir sehr lebendig und lebhaft vor. Wenn du mich fragst. Weiter, weiter, weiter. Hui! Okay, anscheinend doch nicht. Nur das Kabel da spielt verrückt. Muss ich nochmal drücken? Was zur Hölle? Mache ich was richtig? Mache ich was falsch? Was ist mit dem Kabel los? Ich habe gerade keinen Plan. Aber dieses Kabel scheint auch ziemlich hier aufgewühlt zu sein. Was ist, wenn das... Ich weiß nicht, was der Schalter macht. Okay, ganz ruhig. Ich will dir nicht wehtun. Das willst du sicher auch nicht, oder? Oh, was haben wir denn da Schönes? Noch ein Schalter? Nein! Nee, lauf mich! Hm. Lauf dagegen an! Anscheinend muss ich den Schalter drücken, damit ich es rausnehmen kann? Was kann ich da machen? Also.
Ah. Was passiert denn, wenn ich das mache? Lass mal die Windel sein. Okay, drücken wir jetzt nochmal den Schalter. Was zur Hölle? Schadet mir das? Kann ich dich? Ach, ich muss es verbinden. Oder? Hey, nein! Alter, ich bin ein bisschen... Ach, ich tue es gerade aufziehen. Ach so. Komm her zu Papa Chovo. Da komm her. Komm her. Put. Kommst du wohl her? Danke. Aha. Verstehe. Okay, los geht's. Rein damit. Klack. Sehe da. Und was bringt mir das? Ach, hier ist das Tor offen. Okay, gut. Meine Fresse, ich vermute, das soll sowas wie die Überbrückung von ihrem Verstand und der von der Paulina darstellen. Tatsache. Hat sich hier eingenistet. Und wollte mich fernhalten. Na, liebe Piotta war der Name. Interessant, aber jetzt in den Aufnahmen hat sie sich jung angehört, aber sie ist schon 62? Was hat es damit auf sich, oder? You can see me. Who are you? What are you doing here? Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich bin Beobachter. Sagen wir mal, beantworten wir erstmal Ihre Fragen. I'm an observer. You know what that means. Yes. You're in my head. Like I was in hers. Wahr. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Wait. You shouldn't be able to do this. How did you know I was in here? I learned from her. Paulina, I won't hurt you. I'll get you out. I don't know if I want you to. Why is that now? This dream is a temple where we are as one. If the dream dies, the little angel. Will sie damit sagen, wenn dieser Traum aufhört, wird Paulina sterben? Alright. Let's end this. Let's reboot the machine. No! That would initiate a memory wipe right now. I fear it would kill me. Es würde sie töten. She would be alone. All alone. Please. Couldn't you restore the connection? Let me take care of her. Du möchtest dich selbst retten. Gibt es einen anderen Weg? There has to be some way to help you. To pull you back into your own body. My body is dead. This is the only way. Please, you have to... Pieta? Pieta? Aber sie war doch, als wir uns verbunden haben, war sie doch aufgewacht, oder? Oder ist sie jetzt, wo bin ich jetzt gelandet? Okay, ich bin wieder hier, ich bin wieder bei mir. Ich bin bei Sinn. Piotta, geht's dir gut? Menschlicher Körper, weiblich, A+, Blutgruppe, Lebenszeichen instabil. Ah, oh, Mann. Ich muss mich nochmal verbinden, oder? Nein, doch nicht. Was steht da? Ausfindig. Wem auch immer dieses Tattoo-Studio gehört? Nein, das nicht. Finde den Besitzer von Abtal, seltsames kleines Mädchen, stelle Verbindungen wieder her oder starte das System. Oh, jetzt habe ich die Entscheidung. Stelle die Verbindung wieder her oder starte das System neu. Oh. Ich habe die Entscheidung. Also sie haben es mir jetzt, ich habe es verstanden. Wenn ich die Verbindung wieder herstelle, wird sie wohl dauerhaft in dem Verstand von der Paulina sein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber wenn ich das System neu starte,
würde es die Pieta töten. Und ich sag mal so, sie haben beide voneinander gelernt und ich kenne sie jetzt noch nicht so gut, nicht so lang genug und nicht so gut genug, aber es kommt mir nicht so vor, ich nehme mal was, ich glaube, mir geht's dann besser. Ich glaube, sie haben sich beide geholfen. Sie haben beide voneinander gelernt und wieso sollte ich sie jetzt trennen? Sie hat jetzt einen Freund und sie hat auch ein Argument, sie wäre jetzt allein, also ich vermute, hier würde ich das System neu starten und die Verbindung herstellen. Mhm. Okay, es hat jetzt, glaube ich, gespeichert, oder? Wie tue ich die Verbindung wiederherstellen? Ich möchte die Verbindung wiederherstellen. Wie mache ich das? Kann ich das hier... Okay, schauen wir mal, was der macht. Ich glaube, den Part mache ich noch ein bisschen länger. Ich glaube, das möchte ich irgendwie zu Ende bringen. Pets zusammen, Pets zu... Also, das ist der Club der Taubenfreunde, was? Hier versammeln sich Vogelliebhaber, Start Community, Auktionshaus. Will ich das jetzt wirklich lesen? Hier steht nur was mit... Ja, verschiedene Tauben. Na, das brauche ich nicht. Die Informationen werden... die Mails werden interessant. An die zuständige Stelle. Hiermit wird bestätigt, dass bei Pauline Nadeja eine Dementia infantilis, auch Hellersche Demenz genannt, diagnostiziert wurde. Deshalb sie hatte das Sprechen verlernt durch die Demenz, aber sie hat es wieder gelernt. Durch die Pieta. Oh. Dies ist eine Art später Autismus. Paulinas Fall ist recht schwer und soweit ich weiß, wurden keine frühzeitigen Verhaltensinterventionen unternommen. Sie hat nahezu alle Sprech- und sozialen Fähigkeiten verloren. Es ist zweifelhaft, ob sie sich je erholen wird. Selbst wenn sie sich den verfügbaren invasiveren Behandlungsformen unterzieht. Aber die Pieta kann ihr helfen. Und das heißt, ich muss ihr helfen, die Verbindung wieder aufzubauen. Was mich zum zweiten Punkt in dieser Ansicht führt. Ich glaube nicht, dass Pauline Nadjetscha eine Prozedur zur Verbesserung der kognitiven Funktion überstehen würde. Das Ergebnis ihrer Blutuntersuchung hat ergeben, dass ihr Organismus die umfangreichen Implantate sehr wahrscheinlich abstoßen würde. Aber wie ist es mit einem anderen Verstand? Abschließend bin ich der Meinung, dass Pauline Nadjetscha niemals selbstständig sein wird und für den Rest ihres Lebens Pflege benötigen wird. Ich sehe keine Aussicht auf eine Verbesserung ihres Zustandes, Dr. Alexander Sadowski. Ich kann ihr helfen. Es ist fragwürdig, wie lange und ob es ihr wirklich helfen will, aber anstatt ihr irgendwie jemanden wegzunehmen, einen Freund, eine Person, die ihr irgendwie helfen kann, soll ich ihr nicht lieber helfen? Ich sollte nicht meine Pflicht als Polizist. Betreff, alles bereit. Alles ist bereit. Komm einfach vorbei, wenn du bereit bist. Besorge unterwegs ein paar Windeln und einige IV-Patronen. IV, also 4 Patronen, die zur Erholung, die du ohne Rezept bekommst. Den Rest habe ich hier. Ohno. Gut. Morgen also. Später am Abend. Ich werde alles haben. Pieta. Whitebox. Wie sieht es aus, Kumpel? Kannst du liefern? Das letzte Mal hast du mir einen Haufen Träume verkauft, aber ich bin schon mal reingefallen. Ich habe dir das Geld, die Technologie und das Asset besorgt. Jetzt musst du deinen Teil erledigen. Zum letzten Mal. Wird das klappen? Wenn du nicht sicher bist, sag es einfach. Wir werden uns schon einig. Ich respektiere... Schön, dass es immer wieder speichert. Wir werden uns schon einig. Ich respektiere Leute, die ein ordentliches Ding drehen können. Nichts für ungut. Denke genau nach, bevor du auf Antworten drückst. Sei ehrlich. Wird es klappen? Yep. Na, das ist ja mal beruhigend. Jetzt probiert das nochmal, aber mit mehr Wörtern. Ja, es wird klappen. Ich habe es bereits in einer virtuellen Testumgebung ausprobiert. Für deine Zwecke funktioniert es perfekt. Für das Asset besteht kein Risiko. Ich überwache die Software von hier aus und bei der geringsten Aktivierungssteigerung setze ich es auf Standby. Was mich zum letzten Teil unserer Zusammenarbeit bringt. Du hast gesagt, das Asset befindet sich in 113. Ach, mit Asset meint sie das Mädchen, sie meint Pauline. Ich nehme an, du hast die Maschine in einer der benachbarten Apartments untergebracht. Ich brauche den Zugangscode für den Notfall. Dieser Punkt ist nicht verhandelbar. Wenn dir das nicht passt, wird aus unserem Deal nichts. Ich behalte die Technologie. Du bekommst dein Geld zurück. Du Schlampe bist erledigt. Oh, du Lügenschlampe. Ich weiß, du bist hier und benutzt meine Ausrüstung.
Ich hätte es besser wissen müssen, statt dir mein Passwort zu geben. Klappst du echt, dass du damit durchkommst? Sobald ich herauskomme, schnapp ich mir dich. Schnapp ich mir dich, Schlampe. Deinen Schrumpel hintern trete ich, rette ich dir, rettet dir niemand. Ich tanze auf deinem Grab. Was ist denn los? Dokumente, keine Daten. Da haben wir was. Sephelaus 7. Wir haben die Wahl. Neustartsystem, was die tötet. Oder Verbindung wiederherstellen. Ich glaube, ich habe das jetzt schon deutlich gemacht. Ich möchte ihnen irgendwie die Möglichkeit geben, sich gegenseitig zu helfen. Sie würde anscheinend sterben oder was auch immer. Oder sie ist jetzt schon tot. Und die Pauline würde auch davon profitieren. Also, ich hoffe nicht, dass ich es bereuen werde. Also, Verbindung wiederherstellen. Boop. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Nervenverbindung wiederhergestellt. Klientdaten konnten nicht abgerufen werden. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Fallprotokoll. Was ist jetzt passiert? Was? Macht den Besitzer des Tattoo-Studios. Suche nach Adam. Haben jetzt Kunden. Wo steht das jetzt? Neugierige Nachbarn? Keine Ahnung, hat sich da jetzt was verändert? Durchsuchwohnung 209. Tattoo-Studios, Suche nach Adam. Kann ich nicht aufmachen. Haben wir es gefunden. Doch, da. Ich glaube, das ist neu, da. Das laute Kellerabteil ist verschlossen. Ohne einen Code habe ich keine Chance, hineinzugelangen. Vielleicht sollte ich mir herausfinden, wer der Besitzer ist. Habe ich ihr jetzt geholfen? Ich bin mir unsicher. Ich schaue nochmal. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Kann nicht hergestellt werden, Verbindung. Oh, und die andere Option habe ich jetzt nicht mehr. Heißt das, ich habe es probiert, aber es hat nicht geklappt? Und was wird jetzt passieren? Was wird mit ihr passieren? Was wird mit Pauline passieren? Habe ich was falsch gemacht? Echt, dieses Poster erschreckt mich jedes Mal. Pauline, hörst du mich? Die Tür ist offen. Pauline? I hope you too find what you're looking for. Bitte was? Oh, die Welt! Die Welt, die wir gesehen haben, das waren ihre Zeichnungen. Moment, aber... Ich habe die Verbindung wiederhergestellt und warum ist jetzt die... Warum ist die Pauline weg? Ich hoffe, ihr zwei findet, was ihr sucht. Oh! Das ist die Katze aus Layers of Fear. Oh, das ist ein nice Easter Egg. Oh, das ist ein schönes Easter Egg. Oh, hoho. Danke schön. Nein, also, es mag gerade. Ich dachte, das wäre dieses Zeug, was ich einnehmen muss. Was? Warum ist sie jetzt weg? Moment, soll das bedeuten, die hat sich jetzt... Die ist jetzt in ihrem Körper? Haben die sich jetzt in ihrem Körper verbunden oder was soll das bedeuten? Bist du jetzt noch da? Kann ich was machen? Kann ich mich verbinden? Nein, kann ich nicht. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt wirklich gemacht habe. Aber ich wollte den beiden irgendwie helfen und das... Jedes Mal! Anscheinend habe ich das gemacht. Was steht da? Mit Chiron können sie mehr. Geben sie mir mehr Arme oder was? Okay. Gut. Aber wirklich, das mit der Katze finde ich schön. Schön. Gut. Eine Sache erledigt. Jetzt darf ich es gerne speichern. Ich möchte nämlich aufhören. Kleine Aufnahmepause. Okay, 2-0. Also 1-2 habe ich jetzt als... Mal sehen, 208 und 209 muss ich jetzt noch untersuchen. Das eine wegen dem Kunden. Jetzt komme ich nicht raus. Achso, hier muss ich hin. Und das andere wegen dem Besitzer von dem Kellerabschnitt. Und. Jemand da? Hallo? Näher dran und. Na, meine Täubchen, verfolgt ihr mich? Was zur Hölle? Lass das sein. Lass das sein. Ich warne dich. Kann ich hier... Hallo? Oh,
Die ist kaputt. Kann ich rein? Ja, drück, drück. Drück, was das Zeug hält. Passiert nichts. Doch. Hallo? Fallprotokoll aktualisiert. Was ist dir denn vorgefallen? Durchsuche die Wohnung. Ich habe es in Kanas Wohnung geschafft. Etwas fühlt sich hier komisch an. Ich muss den Ort durchsuchen. Sollte besser wachsam bleiben. Warum sagst du das? Jemand hat sich, glaube ich, hier Zutritt verschafft, weil ansonsten wäre das da nicht durchgeschmort. Okay, untersuchen wir. Untersuchen. Ist das was, was ich brauche? Ja, dankeschön. Und noch mehr von dem Zeug. Dankeschön. Irgendwas hier? Irgendwas ist hier komisch. Was meinst du mit komisch? Er speichert. Gut, und meine Damen und Herren, was hier bitte komisch in der Wohnung sein soll, finden wir in der nächsten Ausgabe heraus von Observer. Echt, das war jetzt irgendwie, es war irgendwie mehr sowas wie eine Nebenquest. Und da war jetzt auch was neu gewesen. Wir konnten uns für etwas entscheiden, was wahrscheinlich vielleicht den Lauf der Geschichte verändert oder halt, keine Ahnung, vielleicht wird es ja auch zwei Enden geben. Ich hab eigentlich nachgeschaut und es hieß, ich habe jetzt keine Information gefunden, dass es mehr Enden gibt, aber jetzt, wo ich das gesehen habe, habe ich das Gefühl, es wird vielleicht doch zwei Enden geben. Vielleicht. Vielleicht sogar mehr. Weil in Layers of Fear gab es auch mehrere Enden und vielleicht übernehmen sie dieses Konzept. Aber das erst alles in der Fortsetzung. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat von Observer, lassen Sie es mich bitte wissen. Wie hätten Sie sich entschieden? Meinen Sie, ich habe mich richtig entschieden? Habe ich es total verbockt oder haben Sie sich ebenfalls so entschieden? Wir können gerne darüber diskutieren in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.